Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Hat Leo... Ja, noch was zu sagen? Leo meint, wir müssen noch eine Runde ins Labor. Letztes Mal haben wir den Magier hier noch weggehauen. Hier hinten gibt es auch noch einiges zu mitnehmen, oder? Alten Schrank hätten wir da noch. Ansonsten... Laufe ich mal ein bisschen durch die Gegend. Hier ist erstmal nix. Doch, der könnte man noch irgendwas durchsuchen, aber dem scheint wohl nicht so. Ah, hier können wir rein, da gibt es Küche und Hühnchen. Haha, schön, dann schauen wir doch mal. Abgeschlossen. Noch. Toll. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich erstmal ins Labor runterlaufen. Ein Riss. The crack on the wall. Oh, hallo. Driss? Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung. Ungünstig. Gerade mal ein Quicksave. Driss kann die kann keine Eindringlinge aufhalten. So unnütz. Wir sind aber gerade aufgestiegen. A-Zeichen. Ich muss hier echt auch gerade mal wieder reinkommen. Karte, System, Tagebuch. Tagebuch, denke ich mal. So, Charakter. Ach nee, ich glaube, wir müssen, müssen jetzt irgendwo rasten danach, ja? Weiß nicht, ob das hier schon geht. Wir könnten hier allerdings noch nach oben. Ich meine, Chris liegt hier zwar rum, aber... wir haben noch Zeit. Okay, hier geht's auch nicht so viel weiter. Und scheinbar kann Geralt da auch nicht hochspringen. Okay, dann gehen wir erstmal wieder runter. Hier unten ins Laboratorium. Warte mal. Das ist die Karte. Wo war denn das Meditationsmenü? Inventar war ja nix. Tutorials. Genau. Gnadenstoß, auch was Neues. Okay, hier steht noch nichts vom Meditationsmenü. Glossar. Ja, das schalte ich auch mal gerade durch, dass wir das mal weg haben. Triss kann keine Eindringlinge aufhalten. Schön. So, das... Kartensystem. So, sorry, ich muss jetzt hier echt nochmal gerade mal ein bisschen raus. Extra Waffe. Zeichen will ich nicht. Ich will ins Inventar. Ach, mit H. Gut, das geht gerade nicht. Wahrscheinlich erst nach dem Tutorial hier. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren.
mal sehen. Leo, stopp! Ah, es ist also nur ein Märchen. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffarts Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wesemir, Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Ach ja, jetzt geht das mit der Meditation. Okay, linksklickt auf das Meditationssymbol, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittags-, Morgengrauen-, Mitternacht- oder Dämmerungssymbol anklickt oder indem ihr den Meditationsschieberegler bewegt. Okay. Dann sehen wir uns später. Wow. Ihr habt Talente verdient. Oh. Talente war ja auch mal eine Währung. Wenn ich das richtig... Ja klar, was heißt richtig? Es war auf jeden Fall eine Währung. Ich weiß nur nicht mehr genau, in welchem Land das war. Verwende diese, um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attributen, Zeichen und Kampfstilen. Wähle die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der Liste links aus, dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus dem Fertigkeitenbaum rechts. Um eure Auswahl auszuführen, linksklickt auf das Stundenglas, um sie zu löschen, und neu auszuwählen, linksklickt auf Löschen. Gut, wir haben 3 Talente, neuer Eintrag. Das können wir uns später mal anschauen. So. Wir können, glaube ich, im Moment auch einfach nur Stärke erhöhen. Jawohl. Können wir hier noch irgendwas machen? Ach, genau, das ist okay. Das sind dann hier die ganzen Unterstufen. Da haben wir überall schon mal einen Punkt. Könnten wir... Erfordert Bronzetalent... Haben wir ja. Boah, da haben wir echt eine ganze Menge hier zu tun. Gewandtheit, was bringt denn das? Ich glaube, das sollte ich vielleicht relativ ausgeglichen mal skillen. So. Was haben wir dann da? Ist die Aufwertung... Jetzt haben wir halt noch einen über. Das bringt Intelligenz. Zeichen. Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Magier. Von daher... setze ich mal noch gerade einen auf Ausdauer. Gut, wir sind beginnender Hexer. Ganz schön. Und meditieren. Ja, gerade bis Mittag. Denk, dann liegen wir ganz gut in der Zeit. So, und ich denke, jetzt können wir uns hier mal umsehen, oder? Kleiderschrank. Jawohl. Nehme ich alles mal mit.
Man weiß ja nie. Okay, sonst ist hier aber, glaube ich, nichts mehr, oder? Nö. Dann rede ich doch mal mit Vesemir. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold! Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Hm. Ich bin im Hauptsaal. Lecker. Gut. Okay, linksklickt auf das Rollensymbol und drückt J, um das Tagebuch zu öffnen. Drückt auf Quest, um eure nächste Mission zu sehen. Wählt die Quest Rang für Triss. Dann linksklickt auf Quest verfolgen, um die Mission auf der Karte zu verfolgen. Okay, Quest. Genau. Und verfolgen. Ja, müssen wir da raus. Könnten auch bei dem Kreis der Elemente nochmal vorbeischauen. Okay, hier ist jetzt also nichts mehr. Finde ich eigentlich ganz angenehm, dass es so... Ja, dass es halt relativ offensichtlich ist, wo was noch zu holen ist. Kreis der flüsternden Steine. Können wir da vielleicht jetzt nochmal was lernen? Na? Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Was hat das jetzt nochmal gebracht? Segen der Luft. Okay, dauert das noch. Ein kleiner Boost. So, dann können wir jetzt aber, wie gesagt, nach oben gehen. Ab zum Erdgeschoss. Und wieder mal ein Ladebildschirm. Da ist Lambert. Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Ah, dann fragen wir gerade nochmal, wo war denn nochmal das Calcium Equum? Equum, so rum. Wo war das Calcium Equum? Im Abendsaal, in einer Truhe. Und Alkohol? Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Ist ja das Gute an einer Waffenkammer. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Gut, dann bis später. Wir sehen uns später. Genau. Okay, bereitet Tränke während der Meditation zu, aber zuerst die erforderlichen Zutaten.
Schauen wir uns erstmal hier um. Ah, lecker Hühnchen. Jawohl. Einen alten Schrank. Da können wir auch nochmal reingucken. Was haben wir da? Huhn. Fisch. Und ein ausgenommener Fisch hier. Ah. Hier noch fast übersehen. Kleiderschrank. Ja, Feuerstein ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oh. Wo kommst du denn her? Genau das. Hauen wir den noch schnell platt. Jawohl. Muss auch jetzt gleich echt nochmal was trinken. Ich merke gerade, meine Stimme ist ziemlich angeschlagen. Warum auch immer. So, wir könnten jetzt natürlich auch noch genau hier hoch. Ah, ich glaube, hier kommen wir dann in den nächsten Stock. Da war wieder ein Gegner. Oder auch nicht. Ah, da. Hallo. Okay, das ist jetzt wieder so einer. Ich lass euch. Meine Güte, Stimme. So. Jetzt sollte es auch mal gehen, ja. Ich muss mir unbedingt mal wieder irgendwas mit dem, dass ich mich hier wieder muten kann zum Räuspern. Das läuft im Moment leider noch nicht. Wäre ab und zu dann doch mal ganz nötig. Okay, gehen wir hier ins obere Stockwerk. Ah, hallo. Das ist ja auch wieder einer von den, ja, schweren. Ja, das ist ein Mensch. Erstmal den. Yep. Und so. Dann wechseln wir und machen den so fertig. Ey, lass mich in Ruhe. Danke. So, Überreste. Jawohl. Na, hier oben sind doch noch ein paar übergeblieben. Ein Zimmer. Okay, hier hätten wir schon mal eine Kiste. Hängen hier aber Waffen rum? Nö, dann gehen wir die einfach so mal plündern. Ein unbekannter Trank. Oben sieht irgendjemand mal... Was ist das? Nix. Ja, den irgendjemand uns identifizieren kann. Okay, du bist einer von den... Stärkeren, glaube ich. Ja. Ja gut, ich glaube, mit dem Kleinen kriegt man ja auch noch platt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch weniger XP gibt. Wohl, platt ist ja platt. So, schwerer Angriff. Und los. Tja. Ich glaube, du bist zuerst gestorben, mein Freund. Jawohl, Bier nehmen wir natürlich gerne mit. Hier noch irgendwas drin? Eine Holztruhe, Kleiderschrank, Schränkchen, uiuiuiui. Tafelwasser. Gut. Brot, Ziegenmilch, Hammelbein. Ah, wird da so eine arme Ziege gemolken? Hallo, Holztruhe. Ach, Malmst, genau. Dass wir hier die Waffe noch aufbessern können. Ach, das war Trists Zimmer. Ja, das macht Sinn. Okay, die Bibliothek. Haben wir da irgendwas Interessantes? Eine Kommode. Wieder etwas Wasser, aber sonst scheinbar... Vorerst nichts für uns. Nee. Gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge hier noch ein bisschen weiter umschauen.
Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.